rauszubringen. Ich danke dir, dass dein Wort Geist und Leben ist. Im Namen Jesu binde ich jeden Geist, der nicht von Gott ist, spreche Frieden über die Versammlung und dass das Wort dorthin geht, wo es hin soll, in die Herzen der Menschen. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Ja, wir haben es gerade gesungen. Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder folgen der Gemeinde. Wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Zeichen und Wunder? Das habe ich mich heute auch gefragt beim Studieren. Und ich glaube, dass mir der Heilige Geist eine Antwort gegeben hat. Also ich hab rausgefunden, im Alten Testament, im Hebräischen heißt Ot, O-T-H, Zeichen und Wunder, Mofet. Zeichen und Wunder. Und das findet man eigentlich ziemlich oft in der Bibel, Zeichen und Wunder. Und zum Beispiel im Alten Testament, im 4. Mose 22, gehen wir jetzt nicht hin, oder auch im 5. Mose 11,3, da spricht Gott von Zeichen. Und dann ist mir aufgefallen, oder der Heilige Geist hat es mir gesagt, wenn Gott von Zeichen spricht, da war ganz viel im Alten Testament, er hat diese Befreiung, bevor er sein Volk befreit hat, aus den Händen des Pharao oder Ägypten, hat er diese Plagen geschickt und er hat Zeichen und Wunder getan. Ein Zeichen ist auch etwas, was ein Wunder hervorbringt. Ich glaube, aber ein Zeichen ist dafür da, um wie jetzt eben dem Pharao oder dem Volk von Ägypten zu zeigen, ich setze hier ein Zeichen, dass ich Gott bin, dass ich der Allmächtige bin, dass ich hier die Macht habe. Na, und so können wir ja sagen, also das ist jetzt meine Interpretation davon, aber ich glaube, das ist richtig. Ich setze jetzt mal ein Zeichen. Schluss mit euren Göttern, na, mit den Fröschen und so weiter. Manche haben ja Frösche angebetet und alles Mögliche. Aber Gott hat eben gezeigt, hey, ich setze mal hier ein Zeichen, damit ihr seht, ich bin Gott. Und ich bin stärker wie all die, was ihr Götter nennt. Und das ist meiner Meinung nach ein Zeichen setzen. Auch bei einer Evangelisationsveranstaltung, wo viele Ungläubige kommen, da braucht man Zeichen. Na, da braucht man Zeichen. Dass wir den Menschen auch zeigen können, hey, wir haben einen Gott, der ist mächtig und der kann alles. Amen. Und ich habe den Eindruck, eben euch zu sagen, dass wir einfach an Zeichen und Wunder verstärkt glauben sollen. Deswegen predigen wir da auch. Und dass wir in das nächste Jahr reingehen, wo Gott auch hier in dieser Stadt oder woanders Zeichen setzt, wo er sagt, Schluss jetzt, ich bin Gott. Mein Volk geht dauernd zu Schanden. Mein Name wird ständig gelästert. Aber ich möchte, dass ihr an Zeichen und an Wundern glaubt.
Weil ich bin der Herr, sagt er von sich selbst, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also das heißt, wenn er damals Zeichen und Wunder gewirkt hat, dann will er das heute auch noch tun. Amen. Und wie macht er es? Haben wir gerade gesungen. Durch die Church. Durch die Gemeinde. Amen. Und es ist, haben wir das letzte Mal schon im Lehrabend gehabt, das ist so wunderschön, wenn einer die Gabe der Wunderheilung zum Beispiel hat. Das ist eine Gabe für die Church. Für die Church. Sag mal Church. Nicht, dass du hier allein rumgurkst und dann jemanden irgendwie ein Wunder vollbringst und der Superheld bist, weil der Superheld ist Jesus Christus. Aber dieses Zeichen oder Wunder, das soll ja auch bewirken, dass wir jünger werden, dass wir die Aufmerksamkeit auf diesen Gott bekommen und jemand sagt, wow, diesen Gott gibt's ja wirklich. Das ist ein Zeichen zu setzen. Ein Wunder. Das ist was wir hier in der Gemeinde brauchen. Na, da müssen wir keine Zeichen setzen, weil wir sind ja schon gläubig. Wir müssen auch niemanden hier beweisen, dass er der Stärkste ist. Wir wissen das bereits. Aber manchmal brauchen wir Wunder in unserem Wandel. Meinetwegen, wenn du auf der Autobahn fährst, dir geht das Benzin aus, keine Tankstelle weit und breit, dann braucht es ein Wunder. Naja, ich meine, Jesus hat auch, der hat Geld braucht, dann hat er es in Fisch rein. Das war auch ein Wunder. Also wie nennt sich diese Einheit? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er halt so einen Taler oder so. Na, auch nicht. Da gibt es noch ein anderes Wort. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er Geld aus dem Fisch. Das ist ein Wunder. Er hat Leute zum Essen eingeladen. Fünftausend. Und wenn jetzt dann auf einmal, ne, hast 20 Gäste und jetzt kommen aber 200, dann hast entweder ein Problem oder du brauchst ein Wunder. Warum denn nicht? Das ist, was wir brauchen, dass wir an übernatürliche Dinge glauben. Jesus hatte Hunger, der Feigenbaum hätte ihm dienen sollen, hat er aber nicht, hat er ihn verflucht. Die Jünger haben sich gewundert, dass er einfach abgestorben war. Ich habe schon tolle Sachen gehört. Beim D.L. Osborne hat es mal Geld im Schlafzimmer geregnet. Wir müssen unser Denken verändern. Wir müssen unser Denken verändern und das sage ich oft, wenn jemand, oh, meine Arbeit und dann kriege ich so viel Geld. Das ist ja nicht deine Arbeit allein, dein Versorger, oder? Da könnte ja auch immer wieder mal ein Wunder passieren, weil wir glauben ja, wenn wir Zehnten geben, dass wir das zurückbekommen. Aber wenn wir nicht an Wunder glauben, oder dann, woher soll denn das Geld dann kommen? Amen. Könnte ja im Maul von deinem Hund drin sein, ne?
Wir müssen unser Denken erweitern. Wir müssen unser Denken einfach vom normalen, weltlichen, ne, wegtun und einfach göttlich denken. Übernatürlich, genau. Genau. Und das meinte ich auch, wir müssen nicht immer damit rechnen, ne, dass der Teufel uns alles kaputt macht. Wir sollen rechnen, dass uns alles zum Besten dient und hier und da ein Wunder auf uns wartet, wenn wir es brauchen. Ich sage ja nicht, dass wir uns vervorsorgen, ne, dass wir, ne, wir müssen es ja nicht herausfordern und sagen, na ja, ich fahre jetzt immer ohne Benzin, weil, ne, irgendwie, das ist dumm. Aber wenn denn mal ein Wunder gebraucht wird, wisst ihr, was ich meine? Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Manchmal brauche ich ein Wunder in meinem Leben und manchmal brauche ich ein Wunder in einem Leben von jemandem anderen. Und ich meine, Gott, der Allmächtige, Gott, der Stärkste, Gott, der ein Wort gesprochen hat, das ganze Universum gesprochen hat, nennt sich dein Vater. Aber du bist ja auf der Erde, ne? Muss mal schauen, wie du zurechtkommst. Irgendwie habe ich mir immer gedacht, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann muss es ja irgendwie anders sein. Amen. Es muss ja irgendwas anders sein. Es muss ja irgendwie besser sein als das, der nicht mit Jesus geht. Amen. Er sagt, wenn die Lilien auf dem Feld und der Salomo, ne, und ich bin sein Kind, warum soll ich da nicht tolle Klamotten kriegen? Warum denn nicht? Warum muss ich denn nur Secondhand-Zeug tragen? Wenn Gott mein Vater ist, Gott. Ich rede von Gott. Schöner Ring, gell? Tja. Ich kriege auch von jemand anders Geschenke. Also nein, also keine Männer, gell? Von einer Schwester habe ich das bekommen. Genau. Und ich sage immer, ich bin steinreich, weil jedes Mal kriege ich einen Stein. Aber eigentlich ist der Geber auch steinreich, weil der kriegt es ja noch mehrfach zurück. Halleluja. Wir haben das extra gemacht. That the speaker have a little bit fresh air. Ja. Ja, genau, Zeichen und Wunder, das ist, was wir brauchen. Das ist, womit wir rechnen dürfen. Wir dürfen jederzeit eben im Übernatürlichen denken und wandeln. Amen. Genau, und Zeichen, das ist das, was er draußen macht, um seine Macht zu zeigen. Und das hat er eben, das habe ich mir mal was rausgeschrieben, im 2. Mose 7, können wir mal hingehen. Da heißt es im Vers 3, aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse.
2. Mose 7, Vers 3. Also Gott möchte seinen Namen groß machen dort. Und wenn man die Geschichten kennt, dann kamen sie mit dem Stab, die Zauberer, und dann wurden es Schlangen. Und bei Mose wurden es Schlangen, aber Gott hat seine Macht bewiesen, dass er immer stärker war, immer stärker als jede andere Macht. Da gab es auch mal, war das der John G. Lake, glaube ich, da war so ein Wettbewerb in Chicago. Weißt du Chicago? Weißt du das davon? Und da haben sie alle Religionen der Welt aufgefordert zu kommen, um von ihren Göttern die Macht zu beweisen. Und da sind die Inder gekommen und sind übers Feuer gelaufen, zum Beispiel, und nichts ist passiert. Und ich glaube, dass es der John G. Lake war, der dann gebetet hat, hat er gesagt, Herr, ich möchte beweisen, dass du der allmächtige Gott bist. Dass du der allmächtige Gott bist. Und das bete ich in letzter Zeit oft, wo ich sage, Herr, auch um deines Namens willen, lass uns nicht zu Schanden werden. Sagt er, wir werden nicht zu Schanden. Aber ich erinnere ihn auch oft, dass wir hier sind, um ihn hier zu verherrlichen. Seinen Namen zu verherrlichen, seinen Namen groß zu machen. In der Apostelgeschichte heißt, klar, die haben auch gesagt, das sind die Sekte der Nazarener, also wenn sie uns Sekte nennen, kein Problem, ne? Haben sie damals schon gemacht, die Sekte der Nazarener. Aber es heißt auch, das ganze Volk fürchtete sich. Also sie hatten keine Angst, aber eine Ehrfurcht, weil die wussten, oh, ne? Der eine war im Gefängnis, ne, und dann rüttelt es da drin und dann gehen die Türen auf. Der Gefängniswärter hat sich dann auch quasi zum Glauben bekehrt. Also da ist einiges passiert. Und das ist eben auch, was wir brauchen als Gemeinde, Zeichen. Und wir brauchen auch Wunder. Und nicht nur, ich glaube, auch ein Wunder ist auch dafür da, nicht nur eben um seinen Namen groß zu machen und so weiter, sondern weil Gott auch Liebe ist. Weil Gott Liebe ist. Und Liebe möchte nicht, dass jemand leidet. Liebe möchte, dass es dem anderen gut geht. Liebe möchte teilen. Und wenn die Liebe die Macht hat, jemandem das Augenlicht wiederzugeben, wenn die Liebe die Macht hat, ein Bein nachwachsen zu lassen. Und es heißt ja im Jakobusbrief, wenn der Bruder Not leidet und du hilfst ihm nicht, wie könnte die Liebe Gottes bleiben? Das heißt, Liebe hilft. Und begegnet der Not. Liebe begegnet dem, was dem anderen fehlt. Und wenn Gott es kann und will, dann dürfen wir das glauben. Amen. Es heißt zum Beispiel irgendwo in Matthäus, Jesus, der umherging, alle heilte, Blinde wurden sehend, Lahme wurden gehend und Krüppel wurden geheilt. Ein Krüppel ist jemand, dem fehlt ein Gliedmaß. Und ich meine, das können wir uns vielleicht nicht vorstellen. Die Maria hat es auch gesagt, irgendwie, weiß nicht, wie das gehen soll, vom Heiligen Geist schwanger zu werden, aber mir geschehe nach deinem Wort. Die hat nicht weiter, die hat schon gesagt, wie soll denn das gehen, aber okay. Okay, also und bloß, es ist halt nicht im Bereich des Normalen, das ist ein Wunder. Das ist nicht alltäglich,
Ne? Und ich sage das immer wieder so gerne, wenn jetzt keiner von uns wüsste, wie ein Kind entsteht. Und du gehst zu jemandem hin und sagst, ich habe ein Kind im Bauch. Dann würde ich sagen, ja, klar, ein Menschen im Bauch. Aber das ist ja für uns normal, weil es ja ständig passiert. Aber eigentlich ist das ja auch eine abgefahrene Geschichte, oder? Und manches ist einfach für uns normal, ne? Oder ich weiß noch damals, wie ich mein Kind gestillt hat, und dann habe ich Salat gegessen, dann hat es Milch getrunken und dann kam das hinten grün wieder raus. Also eigentlich auch irgendwie für mich unvorstellbar, so wie das geht. Also ich esse Salat, das Kind trinkt weiße Milch. Und im Endeffekt ist es allein, Christentum ist an Wunderglauben. Weil wir glauben ja, ich meine, das fängt ja damit an, dass wir glauben, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Auch abgefahren, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du gehst zu jemandem und sagst, hey, ich bin schwanger. Ja, wer ist denn der Vater? Niemand? Der Heilige Geist? Oder du erzählst jemanden und hast deine Steuern schon bezahlt? Ja, ich habe gestern das Geld aus dem Fisch raus. Fischspardose? Nein, der schwamm vorbei. Ich habe auch schon gehört, dass einer unbedingt seine Haare zurückhaben wollte und hat dann auch wieder die Haare nachgewachsen. Der hat leider halt nicht angegeben, welche Haarfarbe, und er hat dann rote Locken bekommen. Gott, ist auch lustig. Aber ich meine, im Endeffekt passt es zu der Bibelstelle, wo es heißt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Steht geschrieben. Und dann gibt es aber noch eine Stelle, wo es heißt, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Oder nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Also unser Denken erweitern. Wir dürfen das in unserem täglichen Leben erwarten. Wow. Da haben wir ein paar Wunder im Neuen Testament zum Beispiel. Matthäus, zwei blinde Männer werden geheilt. Auch in Matthäus, ein böser Geist wird ausgetrieben. Genau, das Wort habe ich gesucht. Matthäus, ein Starter im Maul des Fisches. Markus, ein tauber und stummer Mann, wird geheilt. Markus, ein Blinder, wird geheilt. Lukas, der Fischzug. Lukas, der Sohn der Witwe, wird auferweckt. Lukas, eine Frau wird von einem Geist der Schwäche befreit. Ein Wassersüchtiger wird geheilt. Ist jetzt alles Lukas. 10 Aussätzige werden gereinigt. Malchus Ohr wird geheilt. Ist auch krass, ne? Denn wurde das Ohr abgehackt vom Petrus, glaube ich. Und Jesus, das war ein Feind sogar, und Jesus sagt, nee. Also hat das Ohr wieder dran gemacht. Wasser wird zu Wein gemacht. Da gibt es einen lustigen Witz, auch kennt ihr den schon? Kennst du ihn? Da fährt einer Auto und dann wird er angehalten von der Polizei.
Und dann sagt er, haben Sie was getrunken? Nur Wasser. Nur Wasser. Und was ist da in der Flasche daneben dran? Und dann nimmt er das und sagt, Wasser. Und dann nimmt es der Polizist und sagt, das ist doch Wein. Jesus hat's wieder getan. Der Sohn eines königlichen Beamten wird geheilt. Das ist dann im Johannes. Ein lahmer Mann wird geheilt. Auch alles Johannes. Ein Blindgeborener wird geheilt. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Fang von 153 Fischen. Dann wieder im Matthäus und Markus. Die Tochter der Syrophönizierin wird geheilt. Speisung der 4000. Fünf sind es eigentlich, haben die falsch geschrieben. Der Feigenbaum verdorrt, der Diener eines Hauptmann wird geheilt und. Also wir haben massenhaft Wunder und Zeichen im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Ich habe versucht mal die griechischen Wörter für Zeichen und Wunder, aber da gibt es mehrere drum. Gehe ich da jetzt nicht rein. Genau. Die Zeichen hat er auch gemacht, um sein Ziel zu erreichen. Und Gott hat ein Ziel. Gott hat hier auch auf der Erde ein Ziel. Und dieses Ziel wird er durchziehen. Und dazu braucht er seine Gemeinde, uns. Genau. Lasst uns mal gehen zum 2. Mose 34. Im Vers 10. Da sprach er, oder fangen wir im Vers 8 an. Mose neigte sich schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Volk in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und unsere Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach er, siehe, ich mache einen Bund. Sag mal Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen. Denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Wow. Gott hat gesagt, ich mache einen Bund. Einen Bund. Das ist nicht der alte Bund, wo die Stiere und Blutopfer, also Tiere geopfert worden sind. Das ist der Bund, um Sünden zu bedecken. Und das ist auch nicht der neue Bund, wo Jesus kam und die Sünde weggenommen hat, der neue, bessere Bund, sondern Gott hat Bündnisse gemacht, verschiedene Bündnisse immer wieder. Einmal hat er einen Bund gemacht mit Noah, hat er gesagt, ich habe geschworen. Und hier hat er einen Bund gemacht und hat gesagt, ich werde Wunder tun. Und dieser Bund steht heute noch. Ich werde Wunder tun und wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde. Wow! Wenn Gott einen Bund macht, der wird nicht gebrochen. Der wird nie gebrochen. Es heißt, Gott lügt nicht und wenn er einen Bund macht, dann ist es für alle Ewigkeit. Amen.
Da gibt es sogar einen Psalm drüber, Psalm 89. Im Vers 35, da heißt: Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen. Wenn Gott geschworen hat, wenn er was gesagt hat und wenn er einen Bund gemacht hat, dann macht er den nicht ungültig. Und er hat einen Bund gemacht und er hat gesagt, ich will unter dem Volk, also in seinem Volk, will er Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind. Wow. Gehen wir mal in die Apostelgeschichte. Weiß ich noch nicht. Genau, 19. Da heißt es im Vers 11, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Also vorhin haben wir gehört, außergewöhnlich, und hier sind es ungewöhnliche Wunder. Wow. Was heißt es dann übersetzt? Extraordinary? Ja, habe ich doch gesagt. Also ungewöhnlich, aber es ist so was wie außergewöhnlich, ja. Also ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Und dann weiter, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden. Und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Da geht die Salbung in den Stoff hinein, zu der Person über. Machen wir ja manchmal, dass wir Tücher salben, an Kranke mitgeben, die nicht kommen können. Und beim auch wieder beim John G. Lake, der war so voll mit dem Wort Gottes und er wusste auch um die Wirkungsweise des Wortes Gottes. Und das ist, was wir immer wieder lernen. Das ist so wichtig, dieses gesprochene Wort Gottes, weil das den ganzen Körper heilt. Und wenn das den ganzen Körper durchdringt, dann kann unser Körper sogar so voll von dem Wort Gottes triefen, dass Viren oder beim John G. Lake haben sie Versuche gemacht, dass die Bakterien auf der Haut abgestorben sind. Das heißt, da kommt was auf die Haut, was vielleicht tödlich ist oder ne, Moskitos, Sonne, bla, und das muss absterben. Und wie ist es passiert, dass der Paulus, der Petrus, und zwar, gehen wir mal in die Apostelgeschichte, bleiben wir in der Apostelgeschichte im Vers 8, da heißt es, er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie überzeugen versuchte, was von dem Reich Gottes betrifft. Na, der geht raus und sagt, ja, verstehst du, du musst Jesus als deinen Erlöser annehmen, bla 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 bla. Und dann sagt er, nee, und naja, ich kann es nicht so recht glauben. Und hin und her und vielleicht eine Diskussion und versucht zu überzeugen.
Und dann heißt es, da sich aber etliche verstockten und weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen. Und heute habe ich auch wieder mit einer Person gesprochen, die mir gesagt hat, ich spüre das. Ich spüre das bei euch. Ich spüre den Heiligen Geist. Ich spüre die Kraft Gottes. Also wenn wir auftreten, dann manche Leute nehmen das wahr, die ein bisschen feinfühlig sind. Und dann habe ich gesagt, ja, Marc hat ja auch mal gebetet und hat mir so richtig Wumms die Kraft. Und da braucht man dann nicht mit überredenden Worten, sondern die merken, wow, was war das denn? Amen. Und dann haben sie so gemacht, okay, dass er trennte sich von ihnen, sonderte die Jünger ab, wo er gesagt hat, komm, bevor wir jetzt rausgehen, gehen wir erstmal ins Wort. Voll des Wortes Gottes. In der Schule eines gewissen Tyrannus. Ist witzig, ne? Weil manchmal sagt man ja, wird tyrannisiert. Ne? Aber vielleicht ist tyrannisiert werden gar nichts Schlechtes, wenn es mit dem Wort Gottes geschieht. Auf jeden Fall, das geschah 2 Jahre lang. Sie hielten täglich Lehrgespräche. Jeden Tag. Jeden Tag ins Wort Gottes. Und was passierte dann? 2 Jahre lang, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, Juden als Griechen, und dann wirkte Gott ungewöhnliche Wunder. Die waren voll mit dem Wort, voll. Und wenn du die Wirkungsweise des Wortes kennst, haben wir am Mittwoch wieder gehört, und das kannte auch der John G. Lake. Der hat gesagt, okay, meine Herren, testet mich ruhig. Dann haben sie ihn angestöpselt. Und so wie er einen Psalm gesprochen hat, haben die Forscher gesagt, wow, das Gehirn arbeitet exzellent dann. Deswegen heißt im Psalm 1, wer meditiert über das Wort Gottes, der murmelte es leise vor sich hin. Da haben wir wieder das gesprochene Wort Gottes. Es reicht nicht, wenn du es kennst. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen. Aber dieses gesprochene Wort macht was. Es ist Heilung für den ganzen Leib. Es ist klar, er sandte sein Wort und heilte sie. Dieses Wort hat eine Wirkung. Und deswegen sagt er auch, dass es Medizin ist. Wenn du jetzt eine Aspirin schluckst, erwartest du eine Wirkung. Wenn ich das Wort Gottes lese oder Psalmen lese, weiß ich, dass dieses Wort mich stärkt und aufbaut und gesund macht. Amen. Von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden. Durch die Klamotten, die der anhatte, brachten sie das den Kranken, und sogar böse Geister fuhren da aus. Wow. Und wenn Gott sagt, er hat einen Bund gemacht, dass das damals außergewöhnliche Wunder. Und auch hier außergewöhnliche Wunder. Warum denn nicht bei uns? Wer glaubt es mit mir? Amen. Halleluja. Halleluja. Gehen wir mal zu Markus 16.
Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Die Zeichen, sag mal Zeichen, werden die begleiten. Da haben wir auch Zeichen, das ist ein Zeichen. Ja? Heißt es auch im Korintherbrief, dass im Sprachenreden und so weiter, das sind Zeichen auch. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sag mal, in seinem Namen werde ich Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Ich werde in neuen Sprachen reden. Schlangen werde ich aufheben. Und wenn ich etwas Tödliches trinke, wird es mir nicht schaden. Kranken werde ich die Hände auflegen. Und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus, verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen. Sag mal, der Herr wirkt mit mir. Und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Zeichen werden mir folgen. Sag das ruhig. Zeichen werden mir folgen, da ich gläubig bin. In Jesu Namen werde ich Dämonen austreiben. Ich spreche in neuen Sprachen. Kranken lege ich die Hände auf und sie werden sich wohlbefinden. Auferstehungskraft fließt durch meine Hände. Amen. Gehen wir mal zum 2. Mose zurück, 2. Mose 15. Im Vers 11, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Herrlichkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du streckst deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest sie in deiner Gnade, das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn die Völker das hören, so erzittern sie. Das ist, was wir wollen, was wir brauchen, damit wirklich eine Ehrfurcht vor Gott entsteht. Dass wirklich, wenn wir auch hier wachsen wollen, ne, die Leute wollen nicht nur leere Worte. Ich habe das früher immer gesagt, wenn, ne, das klingt ja wie ein Kochrezept für jemanden, der am Verhungern ist. Und die Welt will wirklich einen Gott erleben, der heute noch diese Wunder tut, der ihnen wirklich hilft, dass es wirklich eine gute Nachricht ist, der sie wirklich befreit, dass nicht nur ein netter Wunschtraum ist, naja, wenn du das glaubst, gell, das stärkt dich. Ne? Das will kein Mensch.
Das kannst manchmal irgendwelchen Religiösen noch erzählen, aber wirklich Suchende, die wollen, und ich will das auch, ich will sehen in meinem Leben, dass ich einen lebendigen Gott habe. Der, wenn ich durchs Wasser gehe, dass ich nicht ersäufe. Wenn ich durchs Feuer gehe, dass ich nicht verbrenne. Wenn ich irgendwo in Schwierigkeiten bin, dass er mir wieder raushilft. Ja, es heißt nicht, und das Leben von Paulus war nicht immer lustig. Das ist nicht immer einfach. Aber aus allen, sagt er, holt er uns im Triumphzug umher. Früher war das solche Wagen, da standen die Sklaven drauf und dann saßen die da drauf und haben gejubelt, weil die einen Herrn hatten. Und in so einem Triumphzug, Jesus geht voraus und wir stehen da jubelnd auf diesen Wagen. Aber wenn wir ständig irgendwo nur von Problem zu Problem und von Gejammer zu Gejammer gehen, dann will uns keiner das irgendwie glauben. Aber allein, ne, allein wenn ich in Schwierigkeiten bin und einfach meine Haltung, wo andere sagen, wow, wie erträgst du das bloß? Wo ich sage, mein Gott, mein Gott. Und ich habe nämlich eine Hoffnung auf meinen Gott. Wisst ihr warum? Weil er nicht lügt. Und was er versprochen hat, das hält er auch. Das wird er halten. Es heißt, er ist treu. Und manchmal muss ich dann eine Zeit lang warten oder geduldig sein, aber früher oder später wird sich das Blatt wenden, nämlich zu meinem Gunsten. Und wenn die Feinde denken, ha, 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 wie bei Jesus auch, jetzt haben wir dich, dann wird das nett, weil wir halten fest. Im Hebräerbrief heißt, wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen, sondern wir halten fest. Wir halten fest an unserem Bekenntnis, weil Gott gesagt hat, Gott hat gesagt, Gott hat gesprochen, Gott. Mein und dein Vater, er hat versprochen und er lügt nicht, er hat seinen Bund gemacht. Und ich renne nicht von ihm davon, wenn es schwierig wird, sondern wenn es schwierig wird, dann gehe ich noch näher zu ihm. Wie im Korintherbrief, wo es heißt, und das alles ist uns passiert, wir waren in Todesgefahr. Paulus hat es gesagt, ich war in Todesgefahr, aber das alles ist uns passiert, damit wir noch mehr auf ihn vertrauen, noch mehr vertrauen, noch mehr vertrauen. Und das ist so der Trick, wenn es nämlich schwierig wird, ne, dann will dir irgendjemand erzählen, Gott ist doch nicht so gut, den gibt's ja gar nicht, ne. Aber eins habe ich nie gemacht, ich bin nie weg. Ich wusste, entweder stimmt mit mir was nicht oder was auch immer, aber Gott, Gott lügt nicht. Er lügt nicht, er lügt nicht. Dann versuche ich, was an meiner Herzenshaltung zu machen, dann versuche ich, weiter ins Wort zu gehen, dann versuche ich, meinen Glauben noch mehr zu bauen, indem ich noch mehr Botschaften höre. Aber an ihm liegt es nicht, weil er hat alles getan. Er hat alles getan. Und was mir so gut quält, dieses Wort Glauben, das kann man auch austauschen mit treu sein. Das ist ein Wort. Ich glaube Pistis, kann das sein? Pistis? Pistus? Pistis? Jedenfalls, Gott ist gläubig. Gott ist treu. Findest oft an die gläubigen Brüder, dann heißt es wieder an die treuen Brüder. Das ist ein und dasselbe Wort. Und wenn wir Gott glauben, dann wissen wir, wenn er treu ist, dass er seine Verheißungen erfüllt. In Offenbarung heißt es auch, der Treue. Sein Name ist das Wort Gottes. Der Treue, Wahrhaftige. Ja, treu. Oh ja, danke, dass du treu bist. Und er möchte Wunder tun durch seine Gemeinde.
Psalm 77. Ich lese euch noch ein paar Bibelstellen vor, die mir besonders gut gefallen haben. Psalm 77. Vers 12, ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Und ich sinne nach über all deine Werke und erwäge deine großen Taten. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott, der Wunder tut? Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst. Wer ist ein Gott, der solche Wunder tut? Wow. Psalm 78. Vers 32. Trotz alledem sündigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Die sind damals durchs Meer gegangen. Also, das ist der Hammer, dass die haben Wunder über Wunder erlebt. Das Essen ist vom Himmel gefallen und so weiter. Und dann sind sie wieder irgendwo von ihrem Gott weg. Ist eine andere Geschichte. Also, aber wow, das ist... Psalm 86... Vers 8, dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern und nichts gleich deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Wow. Psalm 105. Vers 2 oder 1 schon. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihn, redet von all seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit und gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. Wow. Genau. Und eine vorletzte Stelle schauen wir uns noch an, okay? Im Hiob. Und dann machen wir Schluss. Hiob 5. Im Vers 9 oder 8. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen, der große, unerforschliche Dinge tut. Wunder, die nicht zu zählen sind. Sag mal, Wunder, die nicht zu zählen sind.
Ist er derselbe? Ist er heute noch derselbe? Wunder, die nicht zu zählen sind? Wow! Also demnächst wollen wir hier mal andere Zeugnisse hören, oder? Zeugnisse, wo man wirklich auch die Welt mit beeindrucken kann. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, ich habe Arbeit gefunden, das wird dir draußen auch jemand sagen. Aber zu sagen, hey, ich habe Arbeit gefunden, arbeite 25 Stunden und verdiene 5.000 Euro, das wird dann nicht jeder erzählen. Amen. Oder ein Wunder, hey, mir ist ein Vogel reingeflogen, der hatte genau den Betrag, den ich zahlen musste, im Maul. Einmal da lag ich in meinem Bett und da, ich weiß nicht, da hat mir jemand mal erzählt, dass die halt Jesus gesehen haben und so. Und dann habe ich auch gedacht, das will ich, das will ich. Und dann lag ich so in meinem Bett und dann dachte ich irgendwie, ich habe oft daran gedacht, das will ich sehen, das will ich sehen. Und dann war da irgendwie, hat da eine neue Disco aufgemacht irgendwie und dann kam immer so ein grünes Licht so. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Aber man kann ja damit rechnen. Man kann ja damit rechnen. Es war dann leider das Disco-Licht, aber naja, also ich erwarte das. Ich erwarte das. Genau. Und zum Schluss gehen wir noch im Römerbrief. Im Römer 15. Fangen wir an im Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das mache ich mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft, sag mal, in der Kraft, von Zeichen und Wundern. In der Kraft des Geistes Gottes, so dass ich von Jerusalem an ringsumher bis Lyrien das Evangelium von Christus verkündigt habe. Dabei mache ich es mir nicht zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Amen. Amen. Emma?
Ja, jetzt haben wir... Ja, gut gegessen. Und wenn man gut gegessen hat, wie geht's dann einem? Dann ist man happy. Also ist Happy Giving Time. Halleluja. Ja, ihr am Livestream, ihr könnt unseren Dienst unterstützen mit euren Gaben. Und ja, alles, was ihr auf dem Herzen habt, unser Techniker schreibt die Daten drauf. Und ja, und ich lade euch wirklich ein zum fröhlichen Geben, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Halleluja. Und ja, die Liebe Gottes ist im Überfluss da für jeden Einzelnen. Halleluja. Amen. Amen. Das Körbchen. Kannst du? So, Halleluja. Und das ist eine Ehre, Halleluja, Amen. Das Wort Gottes sagt, ehrt den Herrn mit eurem Besitz, mit eurem Einkommen, mit Opfergaben. Und was macht er dann? Er gibt uns in Fülle wieder zurück, Amen. Das sagt sein Wort, Halleluja. So können wir geben und geben und es hört nicht auf, dass wir auch voll sind. Halleluja, Amen. Ja, dann dürft ihr mit mir die Hände ausstrecken, auch hier am Livestream. Halleluja. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir so wohl ernährt von dir sind. Halleluja. Danke, dass dein Wort durch und durch uns verändert und wirklich, ja, dass Christus immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Halleluja. Danke für das Wort, dass du uns zu uns gesprochen hast heute durch unsere Pastorin. Das ist auch eine Ehre für unsere Seelen, für unsere Gedanken, für unsere Herzen, für unser ganzes Wesen. Und wir ehren dich zurück mit unseren Gaben, Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass, ja, dass die Gaben jetzt mit Weisheit eingesetzt werden für dein Reich, um dein Reich zu bauen. Und wir segnen jeden einzelnen Geber mit Überfluss an Finanzen, sodass die Gemeinde, ja, im Überfließenden hat, Halleluja, um auch andere draußen reichlich zu segnen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Wir machen weiter am Mittwoch, genau, mit Lehrabend um 19 Uhr. Seid dabei. Es wird euch nur zum Besten dienen. Amen. Ja, genau. Ja. Soll ich tschüss sagen? Genau. Sonntaggottesdienst, genau, die Uhrzeiten kennt ihr, genau. Und genau, jetzt kommt dann noch ein Lied, bleibt noch dran und ja, genau. Geben wir einen Applaus für Jesus, Amen. Open the eyes of the blind, we are like you. I got the wrong chords up here. Water you turned into wine. Hold on a second, let me get this one over. Yeah, that's wrong chords. Come on, okay.
Signs and wonders follow the church as they go forth to preach the word. Healing the sick, saving the lost, until everyone has heard the King is coming. The King is coming. The King is coming. He's coming to take His church away. He's coming to take His church away. The Lord cometh with 10,000s of saints to execute judgment on all, giving mankind one last chance to answer to the call. The King is coming. The King is coming. The King is coming. He's coming to reign upon the earth. He's coming to reign upon the earth. Signs and wonders follow the church as they go forth to preach the word. Healing the sick, saving the lost, until everyone is heard. The King is coming. The King is coming. The King is coming. He's coming to take His church on. Thousands of saints to execute judgment on all, giving mankind one last chance to answer to the call. The King is coming. The King is coming.
Hallelujah. Have the best Sunday. We love you. Wow, expect signs and wonders. What? It's in the covenant. This is in the boon. This is in the boon. This is in the boon. Hallelujah. We have since übernatürliche Leute. Amen. Have the best Sunday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martin. Happy birthday to you. Thank you. Mark, you want to come here? Hallelujah. Gestern Abend. Yesterday night. Martin und ich. Wir sind I am and Martin. Wir sind in the Nähe von Passau. We was in nearby Passau. And we had a Gottesdienst. And we had a church service. Yeah, this was really stark. And was really awesome. And for Martin, it was a sign of Geburtstag. And Martin, yesterday was Martin's birthday. But maybe take 2 minutes and tell how special that was and why. Aber nimm 2 Minuten und sag, wie stark das war. Aber nimm nur 2 Minuten. Ja, ich bin.